was hat früher etwas gekostet, wie viel hat es fürs Geld, wie viel hat es fürs Geld gegeben und wie ist es heute? Wie hat sich das entwickelt, also wie haben sich konkret die Preise in den letzten beiden Jahren entwickelt? Am Beispiel, am konkreten Beispiel. Genau, an Grundnahrungsmitteln, die wir auch bei uns im Startup verwenden. Und ich habe meinen Kassenzettel rausgezogen von vor 2 Jahren, als wir angefangen haben. Und habe einfach mal die verschiedenen Produkte miteinander verglichen. Wenn man sich die Kartoffeln anguckt, das sind gut 20-30% weniger, die man bekommt. Also da sind die Kartoffeln knapp geworden. Genau. Bei den Tomaten sehe ich hier 4. Genau. Vor 2 Jahren noch 3. Genau. Nee, umgekehrt. Ja, ja. Und interessant finde ich hier die Butter. Vor 2 Jahren gab es ein ganzes Stück und heute? Heute gibt es mindestens 10% weniger, wenn nicht sogar 15. Bei den Eiern, Sie haben vor 2 Jahren 6 gekriegt, heute noch 5. Genau. Selbst das Brot ist kürzer geworden, habe ich das Gefühl. Das muss man aneinander halten. Ich glaube, daran sieht man ganz konkret, was uns die Inflation wegfrisst. Mhm.